Jetzt kommen Merle Kroneweg und Michael Rekord vom Verein Powershift und sprechen darüber, für welche Zukunftstechnologien, sogenannte Zukunftstechnologien, diese Rohstoffe denn eigentlich in welcher Menge gebraucht werden und was das Ganze mit der deutschen Rohstoffpolitik im Allgemeinen zu tun hat. Die beiden sprechen beide ungefähr eine Viertelstunde für Nachfragen. Wenn Sie, und Sie versuchen Zeit zu geben zum Nachfragen, ansonsten kommt gern nach der Veranstaltung auf die beiden zu. Sie sind auch noch eine Weile hier und bereitwillig geben Sie Auskunft. Viel Spaß. Die Vorstellung, ich mal gucken, ob ich das, ja, so ungefähr geht es vielleicht. Genau, wir sind von dem Verein Powershift, das ist eine NGO mit Sitz in Berlin, die unter anderem zur Rohstoffpolitik arbeitet, aber auch zur Handels- und Investitionspolitik und auf Berliner Ebene ganz konkret zum Kohleausstieg, also Lokalpolitik sozusagen. Und wir möchten heute über Rohstoffpolitik für Zukunftstechnologien sprechen, also einerseits die Bedarfe, wie Christian schon angesprochen hat, aber auch nochmal kurz schauen, wie ist eigentlich der Diskurs dazu von der Politik wie auch von der Industrie. Und am Ende eben wird vor allen Dingen Michael noch auf die zivilgesellschaftlichen Forderungen zum Thema Rohstoffabbau, sozusagen vom AK Rohstoffe, den Annelie schon erwähnt hat, eingehen. Dieses Bild, das stammt von unserer Publikation Ressourcenfluch 4.0, die sozialen und ökologischen Auswirkungen von Industrie 4.0 auf den Rohstoffsektor. Wir haben ein paar Exemplare mitgebracht, könnt ihr gerne mitnehmen oder sonst auch natürlich online schauen. Und das trifft natürlich so ein bisschen unsere Aussage zu dem Thema eigentlich ganz gut. Also wir stellen, oder einige Leute haben so das Gefühl, das ist ja auch Thema dieser Konferenz, dass wir sozusagen bald in einer smarten, grünen, neuen Welt leben, in der alles miteinander verbunden ist, aber vergleichsweise auch dematerialisiert sozusagen und viele Dinge scheinbar ganz automatisch und auch noch ökologisch verträglich sozusagen funktionieren. Und dieses Bild soll natürlich symbolisieren, so ganz ist es nicht. Die Rohstoffe, die wir für diese Technologien brauchen, die werden abgebaut, oft einhergehend mit Menschenrechtsverletzungen, mit Umweltverschmutzung und so weiter. Einmal ganz kurz vorab sozusagen zu Rohstoffimporten nach Deutschland. Im Jahr 2016 wurden Energierohstoffe, Metalle und Nichtmetalle im Wert von 136,8 Milliarden Euro importiert. Das war ein Siebtel der Gesamtimporte, die Deutschland in diesem Jahr gemacht hat. Also etwas mehr als die Hälfte davon bezog sich auf Energierohstoffe, vor allen Dingen auf Öl und Gas. Davon gefolgt aber die Nicht-Eisenmetalle, also zum Beispiel Aluminium und Kupfer, sowie Rohstoffe für die Eisen- und Stahlindustrie und Edelmetalle, also zum Beispiel Gold, Silber und Platin. Und insgesamt ist wichtig, Deutschland bzw. die deutsche Industrie ist weltweit der fünftgrößte Importeur von metallischen Rohstoffen. Dabei handelt es sich also wirklich um beachtliche Mengen. Ich weiß gar nicht, wie gut das hier aufgelöst ist. Hier sieht man das nochmal. Zum Beispiel bei Aluminium, da ist Deutschland an dritter Stelle, was die Importe angeht. Bei Blei eben an fünfter, bei Kupfer an dritter, bei Zink auch wieder an fünfter und bei Zinn an vierter. Genau, also einfach sozusagen wirklich, die deutsche Industrie hatte eine relativ große und wichtige Rolle als Abnehmer von Metallen, was nicht verwunderlich ist angesichts der Produkte sozusagen, für die die deutsche Industrie bekannt ist. Einerseits Autos, andererseits eben auch Maschinenbau und all das wird natürlich mit Metallen produziert. Immer mehr sehen wir aber jetzt einen Diskurs, der sozusagen nicht nur über die sogenannten klassischen Rohstoffe spricht, also Aluminium, Eisen, Kupfer oder eben auch die Edelmetalle, sondern sagt, ja, und jetzt kommen diese Zukunftstechnologien, die wir brauchen für Computer, für Industrieroboter, für Elektroautos, für erneuerbare Energien. Und genau, in der Industrie werden eben auch immer mehr Metalle verwendet. Das hier ist ein Bild, das kommt aus dem neuen Positionspapier des Bundesverbands der deutschen Industrie, also der große Dachverband mit 40 Industrieverbänden in Deutschland, die dort vertreten sind und die vor genau einem Jahr ein neues eine neue Position sozusagen stark gemacht haben und sagen, wir müssen sozusagen dafür sorgen, dass die deutsche Industrie an diese ganzen vielen, vielen Metalle kommt, an diese vier neuen, das zeigen sie eben so auf, wie unfassbar divers jetzt sozusagen der Verbrauch von Rohstoffen geworden ist und dass die deutsche Politik da eben für Sorge tragen muss. Und das ist eine sehr ambivalente Position, weil sie im Grunde genommen alte Forderungen, dafür kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen, die sie seit Jahren
prägen, neuerdings begründen mit sozusagen einem Bedarf für Rohstoffe für etwas, was auch irgendwie smart ist und grün und innovativ, also eben Erneuerbare oder E-Autos oder Computer, was erstmal gut klingt, aber dabei verhandelt es sich eigentlich um vergleichsweise kleine Mengen, wie ich vorhin eben zeigen wollte, dass sozusagen ein riesengroßer der importierten metallischen Rohstoffe beispielsweise einfach Eisen sind, danach gefolgt von Aluminium und Kupfer. Das ist bei diesem Diskurs aus meiner Perspektive ganz wichtig mit zu bedenken. Nichtsdestotrotz, genau, nicht nur der BDI, sondern auch andere Akteure sind eben auf dieses Thema jetzt mit aufgesprungen. Heute Morgen war auf dem Podium auch eine Referentin von der Deutschen Rohstoffagentur, die dazu gesprochen hat. Die Deutsche Rohstoffagentur ist eine Forschungsinstitution, die letztendlich dem Wirtschaftsministerium untersteht, und die haben 2016 diese Publikation veröffentlicht, die so ein bisschen bahnbrechend war, und haben eben sich dort 42 Technologien angeschaut und geguckt, welche Rohstoffe brauchen eigentlich diese Technologien, prognostiziert sozusagen im Jahr 2035. Und haben eben hervorgehoben, dass vor allen Dingen der Verbrauch von Lithium, Kobalt, Graphit, Nickel und seltenen Erden und Kupfer sich enorm steigern wird, bedingt durch die Batterien und auch die Traktionsmotoren in Elektroautos, aber beispielsweise auch andere Rohstoffe, von denen man vielleicht weniger hört, wie Zinn, Wolfram, Platin und Tantal für Sensoren, Indium für Display-Technologien, Gallium für High-Performance-Mikrochips, Silber, Kupfer und Bauxit für Radio-Frequency-Identification-Tags. Das sind diese Dinger, mit denen sozusagen in Fabriken geschaut werden kann, wo bewegt sich eigentlich gerade welches Objekt und wie kann man das miteinander vernetzen. Dysprosium und Neodym, das sind seltene Erden, sowie Kobalt und Kupfer für Micro-Energy-Harvesting. Und Stahl, Kupfer, Zinn und Silikon für die bereits angesprochene Industrierobotik. Also das nur kurz sozusagen als ein Impuls, wie nerdy es dann auch werden kann. Aber wer sich da mehr für interessiert, kann eben in diese 300-Seiten-Studie von der DERA mal schauen und sich auch für die einzelnen Technologien eben angucken, wie genau sind da die Prognosen für das Jahr 2035 und auch wie viele von diesen Rohstoffen werden in welchen Mengen bereits jetzt dafür verbraucht. Nochmal konkreter einmal eingehend auf Elektromobilität. Dazu haben wir jetzt bei PowerShift verstärkt gearbeitet und veröffentlichen nächste Woche eine Publikation, die sich mit dem Rohstoffverbrauch von E-Autos befassen wird und auch den Menschenrechtsverletzungen und ökologischen Katastrophen, die sozusagen mit dem Abbau dieser Rohstoffe einhergehen. Und die Agora Verkehrswende hat dort, das war glaube ich dieses Jahr im so Sommer ungefähr, auch ein paar Prognosen vorgelegt, wie das denn so aussieht mit dem Bedarf an Rohstoffen oder sagen wir dem Verbrauch, wenn alle Leute eben weiterhin ein Auto sozusagen besitzen wollen und nicht auf andere Verkehrsmittel umsteigen, dann würde das bedeuten, dass bereits im Jahr 2030 260.000 Tonnen Kobalt, und Annelie hat vorhin viele der Konflikte und Probleme, die mit dem Kobaltabbau einhergehen, angesprochen, also 260.000 Tonnen Kobalt, 160.000 Tonnen Lithium, 830.000 Tonnen Nickel und 1,4 Millionen Tonnen Graphit abgebaut oder benötigt. Jetzt klingen sozusagen die Mengen für Kobalt und Lithium vielleicht weniger gravierend als für Nickel und Graphit. Dabei ist aber wichtig mitzudenken, dass im Kobalt bisher jährlich ungefähr 65.000 Tonnen abgebaut werden. Das heißt, das ist sozusagen ein Vielfaches der Mengen, die derzeit überhaupt global abgebaut werden. Und das wird mit sozusagen vielen Problemen einhergehen, wenn wir jetzt einfach sagen, okay, wir fahren jetzt alle ein E-Auto, dann würde das bedeuten, dass zahlreiche neue Abbauprojekte allein dafür begonnen werden müssten. Und bei Lithium sieht das eben ähnlich aus. Jetzt noch ein ganz kurzer Abriss, das doppelt sich teilweise mit dem, was Annelie gesagt hat, um hier bei diesen vier bereits genannten Rohstoffen kurz auf die Probleme einzugehen. Graphit, da kommt derzeit ca. 2/3 der globalen bergbaulichen Produktion aus China. Der Abbau wird dort von massiven Staubemissionen begleitet, was zur Umweltverschmutzung und eben auch also sozusagen gesundheitlichen Problemen bei der ansässigen Bevölkerung führt. Bei Nickel werden häufig saure Grubenwässer freigesetzt, was auch mit negativen Einwirkungen auf Boden und Wasser einhergeht. Es kommt häufig zu Ausstoß von Schwefeldioxid und die Böden und Flüsse werden mit Schwermetallen kontaminiert. Lithium, da gibt es sehr große Vorkommen in den Salzseen in Argentinien, Bolivien und Chile, die mitunter auch von der ansässigen Bevölkerung für Salzgewinnung genutzt werden, und dort beginnen jetzt eben erste Konflikte um die Nutzung. Und darüber hinaus werden enorm hohe Wassermengen benötigt, um das Lithium aus diesen Salzen zu gewinnen, was in einer Region, die sowieso bereits recht trocken ist, eben auch mit weiteren Problemen einhergeht. Genau, und bei Kobalt waren das auch nur ein paar Aspekte, die ich herausgegriffen habe, das hat Annelie vorhin schon gesagt.
Wer sich damit noch eingehender beschäftigen möchte, es gibt den Environmental Justice Atlas unter egatlas.org zu finden, die alle möglichen Konflikte im Umweltbereich sozusagen aufführen, Menschenrechtsverletzungen und ja, verschiedene Probleme, die auftauchen. Die orangen Punkte, die man jetzt hier sieht, sind allein Konflikte, die im extraktiven Sektor sozusagen geschehen. Also es geht da natürlich auch noch um andere Sachen. Das ist ganz interessant, man kann sich durch die verschiedenen Regionen klicken und einen, wenn auch sicherlich nicht vollständigen, aber doch einen ganz guten Einblick kriegen, wie problematisch dieser Sektor tatsächlich ist. Denn ein Drittel aller Menschenrechtsverletzungen im Wirtschaftsgeschehen, das sind Zahlen von der UN, geschehen im extraktiven Sektor. Und die UNEP, also die Environmental Agency sozusagen der UN, bringt 40% aller globalen Konflikte in den letzten 60 Jahren tatsächlich in Verbindung mit Rohstoffabbau. Und genau, rechts sieht man auch nochmal ein Bild, das wir bei PowerShift mal gemacht hatten. Annelie hatte vorhin schon aufgeschlüsselt, wie verzweigt die Lieferkette ist von Rohstoffunternehmen bzw. Unternehmen, die Rohstoffe beziehen. Und dass dort eben eine Reihe an Konflikten auftreten, die Gesundheitsgefährdung der Bevölkerung, Umweltverschmutzung, Vertreibung und Missachtung von Landrechten, Konfliktfinanzierung, Ermordung von AktivistInnen, Unterdrückung von Protesten, Niederschlagung von Streiks und dass sozusagen unser Anliegen wäre, dass alle Beteiligten an der Lieferkette überprüfen, findet das bei unserem Rohstoffbezug statt. Und hier, das wollte ich eigentlich überspringen, aber weil jetzt vorher nochmal die Frage nach den Mengen gab, das ist eine Tabelle, die wir erstellt hatten auf Basis der Publikation von der Deutschen Rohstoffagentur, die eben ganz konkrete Mengenangaben gibt, was natürlich letztendlich Prognosen sind, hängt davon ab, ob die Technologien wirklich so in so hohen Mengen gebraucht werden. Aber das findet ihr auch entweder bei der DERA oder eben in unserer Publikation. Vielen Dank. Vielen Dank, Merle. Ja, mein Name ist Michael Reckhardt. Ich koordiniere das Netzwerk Arbeitskreis Rohstoffe, wo WEED, der DNR, PowerShift und auch der NABU Mitglied sind. Und wir haben jetzt in den letzten fast Stunde, 70 Minuten viel gehört, was Herausforderungen und Risiken sind. Das heißt, wir haben viele Menschenrechtsverletzungen. Wir hatten aus dem Publikum thematisiert die knapper werdenden Rohstoffe, die höheren Bedarfe und bis hin zu Kriegsfinanzierung sozusagen die Auswirkungen. Das heißt, was wären eigentlich aus einem, ich sag mal, gesunden Menschenrechtsverstand auch notwendige politische Lösungen? Aus unserer Sicht sicherlich zum einen den Verbrauch von metallischen und mineralischen Rohstoffen absolut zu senken. Nicht nur relativ für einzelne Produkte, sondern eigentlich auch die Gesamtnachfrage. Wir bräuchten einfach eine viel effizientere und effektivere Kreislaufwirtschaft. Das heißt, zu versuchen, möglichst viele dieser Rohstoffe wieder zurückgewinnen. Der NABU hat ja darauf verwiesen, wo da die Hindernisse sind. Wir bräuchten auch eine konsequente Einhaltung der Menschenrechte beim Abbau. Das heißt, keine Vertreibung, keine Konfliktfinanzierung, keine Vergiftung des Trinkwassers, keine Vergiftung der Böden etc., keine Verdrängung. Wir bräuchten hohe ökologische Standards, um halt auch da Wasservergiftung, Bödenvergiftung, Luftvergiftung, Lärmemissionen etc. zu minimieren. Und wir bräuchten eigentlich zu diesen Themen eine internationale Kooperation. Ich will jetzt aber sagen, was wir eigentlich stattdessen haben. Stattdessen haben wir eine Rohstoffstrategie der Bundesregierung, die im Jahr 2010 verabschiedet worden ist. Der ganze Diskurs um Rohstoffpolitik ist in der Regel ein Diskurs um die Versorgungssicherheit der deutschen Industrie, das heißt die Versorgung der Automobilindustrie, der Chemieindustrie und der anderen Industrie. Und der wurde initiiert von dem BDI, Bundesverband der Deutschen Industrie, ungefähr im Jahre 2002, 2003. Und wir sehen in der Grafik, die blauen Linien sind der weltweite Kupferpreis. Und der Kupferpreis ist, kurz bevor er ansteigt, da wo der rote Kringel ist, bis zum Jahr 2000, 2002 in der Tendenz eher gefallen. 2000, 2002 kam ein neuer Player auf den Weltmarkt, und zwar China, die sozusagen die Werkbank der Welt geworden ist, die im Grunde viele der elektronischen Gadgets und der elektronischen Produkte, die wir nutzen, sozusagen produzieren und dann wieder auf den Weltmarkt bringen und dadurch ein großer Nachfrager ist für Rohstoffe wie Kupfer. Wir sehen, dass der BDI das relativ früh erkannt hat und um 2002, 2003 gesagt hat, wir müssen das adressieren, weil das ein Versorgungssicherheitsrisiko ist für unseren Industriestandort. Und sie haben im März 2005 einen ersten sogenannten BDI-Rohstoffkongress abgehalten und der Keynote-Speaker damals war der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder.
Damals hat auch gesprochen ein gewisser Professor Dr. Ingenieur Dieter Ameling, der ist der Vorsitzende der Wirtschaftsvereinigung Stahl, also der stahlproduzierenden Industrie in Deutschland. Und der hat damals gesagt, in Deutschland können wir nur dann Exportweltmeister bleiben, wenn Unternehmen freien und fairen Zugang zu den internationalen Rohstoffmärkten erhalten. Frei und fair in seinem Sinne ist natürlich nicht das, was wir als NGOs darunter verstehen. Das heißt, fair in der Preisgestaltung und in der freien Entscheidungsfindung, ob die Leute Rohstoffabbau wollen oder nicht. Sondern frei heißt, keine Wettbewerbsnachteile im Gegensatz zu der lokalen Industrie oder der chinesischen Industrie. Und fair heißt sozusagen, jederzeit einen Zugriff auf diese Rohstoffe zu haben. Auf dem zweiten BDI-Rohstoffkongress wurden die Elemente einer Rohstoffstrategie der Bundesregierung präsentiert. Damals eine große Koalition. Und gleichzeitig wurde ein interministerieller Ausschuss Rohstoffe gegründet. Ein interministerieller Ausschuss muss man sich so vorstellen, es gibt viele Themen, die mehr als ein Ressort betreffen. Rohstoffabbau, das Wirtschaftsministerium, das Umweltministerium, das Ministerium für Entwicklungszusammenarbeit, das Auswärtige Amt, aber auch das Verteidigungsministerium zum Beispiel. Die kommen zusammen und diskutieren Rohstoffpolitik. Auf der Webseite des BMWIs steht, wer da noch dran beteiligt ist, neben diesen Ministerien. Seit der Neukonstituierung des IMA Rohstoffe im Juni 2007 arbeitet auch der Bundesverband der Deutschen Industrie als Sachverständiger aktiv und konstruktiv an der Rohstoffpolitik mit und bündelt dabei die Interessen der Wirtschaft. Umweltverbände, Gewerkschaften, Menschenrechtsorganisationen etc. sind nicht eingeladen. So ist es wenig verwunderlich, dass im Jahr 2010 im Oktober die Rohstoffstrategie der Bundesregierung auf dem dritten BDI-Rohstoffkongress präsentiert worden ist. Und das liest sich mehr oder weniger wie ein Forderungspapier des BDIs. Sehr schön aus dem Jahr 2007, um nochmal die politische Unterstützung deutlich zu machen, der damalige hessische Ministerpräsident von der CDU, Roland Koch, einer der Rechtsaußen in seiner Partei, ein guter Parteifreund von Friedrich Merz, der ja auch wieder ins Gespräch gekommen ist, hat im Juni 2007 einen Meinungsartikel in der FAZ veröffentlicht, in dem er schreibt: Manche unserer Verhandlungspartner in die sich gerade entwickelnden Staaten werden uns darauf hinweisen, dass die Ausbeutung ihrer Rohstoffe und Arbeitskräfte in den letzten beiden Jahrhunderten unter Beteiligung der Europäer so edel und sozial verantwortungsvoll nun auch nicht gewesen sei. Das ist richtig. Bis hier würde ich ihm inhaltlich zumindest halbwegs zustimmen. Was er dann aber sagt, ist, wir werden das Selbstbewusstsein entwickeln müssen, trotz dieser geschichtlichen Verantwortung, teilweise auch Schuld, einzufordern, dass heute Regeln gefunden werden, die unsere Interessen am Erhalt unseres Wohlstandes angemessen berücksichtigen. Es ist wenig verwunderlich, dass sich dann sogar das Wording von Herrn Ameling an einigen Stellen in dieser Rohstoffstrategie der Bundesregierung wiederfindet. Es steht da zum Beispiel, es ist für die weltwirtschaftliche Entwicklung ein möglichst unbeschränkter, fairer Handel mit Rohstoffen besonders wichtig. Ich weiß jetzt nicht genau, auf welcher Seite das steht, aber dieses Zitat kann man in der Rohstoffstrategie googeln. Die Instrumente sind daher auch die klassischen Instrumente, die wir von der Industrie immer wieder als Forderung hören. Wir brauchen mehr Freihandelsabkommen, wir brauchen Investitionsschutzabkommen, wir brauchen den Abbau von Handelshemmnissen, das heißt, dass China nicht die eigenen Rohstoffe vielleicht selber nutzt oder Länder wie die Demokratische Republik Kongo vielleicht eine Wertschöpfungsverlängerung vor Ort machen. Es gab Klagen über die WTO gegen China, weil die seltenen Erdenexporte gedrosselt haben. China hat argumentiert aus ökologischen Gründen. China ist natürlich ein wichtiger Player und hat natürlich auch strategische Interessen, aber wie gesagt, dagegen wurde geklagt. Es gibt finanzielle Unterstützung, es gibt Finanzkreditbeihilfen, es gab ein Explorationsförderprogramm, das heißt deutsche Unternehmen, die im Ausland gebuddelt haben und nach Rohstoffen gesucht haben, wurden finanziell unterstützt. Es gibt Rohstoffpartnerschaften mit rohstoffreichen Ländern, Mongolei, Kasachstan und Peru, wo man versucht, einen Raum zu kreieren, wo die deutsche Industrie Zugang zu Rohstoffen bekommt, Rohstoffe zum Teil direkt kaufen kann, aber auch eigene Dinge absetzen kann, zum Beispiel Förderbänder oder Belüftungsanlagen für Minen etc. Es gibt auch eine Unterstützung für eine Materialeffizienz, aber wie gesagt nur für eine Effizienz von einzelnen Produkten, nicht für eine Reduktion. Es gibt ein paar Forschungsprojekte zum Thema Recycling, aber keine bindenden Handlungen, die vorschreiben, wie hoch eigentlich Recyclingquoten sein muss, wie ein Produktdesign aussehen muss, das Recycling ermöglicht. Und es gibt an einigen Stellen das Wording Transparenz und Good Governance, allerdings nur bei der Rohstoffgewinnung und nicht das, was Annelie vorhin gesagt hat, bei der Rohstoffnutzung. Denn das würde uns interessieren, welche Transparenz und Good Governance haben wir eigentlich in Deutschland, die Unternehmen eigentlich verbietet und sanktioniert, wenn sie zum Beispiel in Konfliktregionen Konflikte verschärfen. Das alles findet sich leider nicht in der Rohstoffdiskussion und in der Strategie. Aktuell, und da hatte Merle schon darauf hingewiesen,
ist diese Rohstoffstrategie, die jetzt 8 Jahre alt ist, ist wieder in der Aushandlung. Das heißt, es kann passieren, dass nächstes Jahr ein politischer Prozess beginnt, der diese Rohstoffstrategie fortschreibt. Und wir sind in den letzten 8, 9 Jahren zumindest diskursiv weitergekommen. Wir haben viele Zeitungsartikel bis in die Wirtschaftswoche hinein, die kritisch damit umgeht, woher kommen eigentlich Rohstoffe. Dennoch hält der BDI sozusagen als Hauptindustrieplayer an den klassischen Forderungen fest. Erstens fordern sie einen Bundesbeauftragten für Rohstoffpolitik, der im Wirtschaftsministerium angesiedelt ist, weil das Ministerium ist, was, ich will nicht sagen, unter Kontrolle des BDIs ist, aber in einer sehr engen Zusammenarbeit steht. Sie wollen lokal die heimische Rohstoffgewinnung anheizen, das heißt auch in Deutschland Rohstoffe stärker gewinnen. Sie wollen eine internationale Kooperation intensivieren, aber internationale Kooperation heißt für sie G7, G20, WTO, das heißt wiederum Zugang zu den Märkten mit Rohstoffabkommen oder Rohstoffkapiteln in Abkommen wie TTIP oder CETA. Sie wollen die Kreislaufwirtschaft ausbauen, was ich unterstützend wert finde, aber wollen die kommunalen Anbieter aus dem Markt drängen. Das heißt, sie wollen das sozusagen privatwirtschaftlich organisieren, wo wir ja jetzt schon sehen, vor welchen Herausforderungen wir da stehen. Und sie wollen Innovation fördern, was auch total schön klingt, was aber heißt zum Beispiel Weltraumbergbau oder Tiefseebergbau, wo wir gar nicht wissen, welche negativen Konsequenzen das hat. Das argumentieren sie alles mit, gerade angesichts gesellschaftlicher Debatten um Digitalisierung, Energiewende, Elektromobilität und Industrie 4.0, muss auch eine Diskussion um eine nachhaltige Rohstoffversorgung geführt werden. Ja, wir finden auch, dass eine Diskussion darüber geführt werden muss, und zwar nicht nur im Wirtschaftsministerium, sondern gesamtgesellschaftlich, und deswegen sind wir sehr dankbar für die Möglichkeit, heute zu sprechen. Und unsere Vorstellungen sind eigentlich, gehen in zwei ganz andere Richtungen, und das sind sozusagen auch eher realpolitische Vorstellungen, und ich freue mich gleich, wenn wir noch 5 Minuten Zeit zum Diskutieren haben, wenn noch weitere Forderungen heute und auch in den nächsten Tagen und Wochen und Jahren halt entwickelt werden. Eigentlich brauchen wir eine Rohstoffwende. Ja, wir brauchen eine Mobilitätswende. Ja, wir brauchen eine Energiewende. Aber wir müssen immer mitbedenken, was ist eigentlich die materielle Basis davon und wie können wir den Verbrauch von Metallen und Mineralien deutlich reduzieren. Diese Rohstoffwende muss enthalten eine absolute Reduktion. Sie muss eine maximale Kreislaufnutzung, aber auch eine Kreislaufnutzung alleine wird es nie schaffen, 100% der Rohstoffe immer wieder in den Kreis zu führen. Wir werden immer Verluste haben, dem müssen wir uns bewusst sein. Wir müssen ganz klar eine Politik haben, die die planetaren Grenzen einhält. Wir brauchen, das ist für uns als Arbeitskreis ein wichtiges Thema, den Ausstieg aus der fossilen Energie, der in der Rohstoffstrategie nicht festgelegt wird, aber wo es ja auch gerade ganz anderen gesellschaftlichen Druck gibt und hoffentlich auch ein Vorankommen in Kürze. Wir brauchen einen Abbau von umweltschädlichen Subventionen. Wenn man sich anguckt, die Automobilindustrie, gerade die großen Autos, die SUVs, zu 50% werden die als Dienstwagen sozusagen gekauft oder geleast für ein Jahr. Das heißt, viel an Nachfrage für diese besonders schweren und besonders rohstoffintensiven Autos kommt eigentlich durch eine umweltschädliche Subvention. Und wir brauchen einen Verzicht von Risikotechnologien wie den Tiefseebergbau. Wir wissen über die Tiefsee tatsächlich weniger als über den Mond. Wir wissen gar nicht, wenn wir irgendwo weit unter dem Wasser anfangen zu buddeln, welche Auswirkungen das hat für Nahrungsketten, für Klima etc. Last but not least, und da hatte Annelie ja schon viel zu gesagt, muss eine Rohstoffpolitik, gerade eines reichen Landes wie Deutschland, die Einhaltung der Menschenrechte ganz klar ins Zentrum stellen. Die Menschenrechte und die demokratische Partizipation der Betroffenen müssen gestärkt werden. Annelie hatte das Beispiel des Free Prior Informed Consent, das heißt die freie, vorzeitige Informiertheit von gewissen Bevölkerungsgruppen. Was passiert, wenn eine Gruppe vor Ort, sei es in Peru, sei es in der Lausitz, sagt, nein, wir wollen keinen Bergbau? Wie kann das eingehalten werden? Wir brauchen, auch das hatte Annelie schon gesagt, am Beispiel der OECD, 5 Schritte, wir brauchen gesetzlich verbindliche Sorgfaltspflichten. Unternehmen, die Rohstoffe nutzen, egal für welches Produkt oder auch Projekt, egal ob sie das importieren als fertigen Laptop oder als Teil für ein Auto oder als Erz und als physischen Rohstoff, müssen entlang ihrer Lieferkette darauf achten, woher kommen meine Rohstoffe und werden vor Ort Menschenrechte verletzt oder besteht das Risiko, dass Menschenrechte verletzt werden? Und wenn ja, wie kann ich dieses Risiko minimieren? Ich hatte kurz angerissen, dass in der Rohstoffstrategie viele Fördermittel genannt werden. Diese Fördermittel unterliegen einer gewissen Transparenz, aber bei weitem nicht ausreichend. Das heißt, da, wo Steuerzahlerinnengeld in die Hand genommen wird, warum können da nicht sogar noch stärkere Regeln eingeführt werden, um Unternehmen Menschenrechte achten zu lassen?
Auch in Handelsabkommen müsste man sozusagen Menschenrechte, Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards verbindlich machen, vielleicht sogar einklagbar, wie es gerade in anderen Bereichen ist. Und last but not least, und da hat auch Charles Kalembo heute Morgen darauf hingewiesen, wir brauchen eine viel stärkere Einbindung der Zivilgesellschaft vor Ort und auch in Deutschland. Umweltverbände, Gewerkschaften, Menschenrechtsorganisationen, Entwicklungsorganisationen, um halt einen gesamtgesellschaftlichen Diskurs zu haben, eine Diskussion zu haben, wie soll eigentlich Rohstoffpolitik in Zukunft aussehen. Wer weiterlesen möchte, dem seien die beiden Websites empfohlen oder auch die Publikationen, die hier und dort vorne liegen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Michael. Es wird langsam dunkel im Raum. Vielleicht können wir das Licht anmachen. Und wir haben noch Zeit für ein paar Rückfragen aus dem Publikum. Bitte fasst euch kurz, meldet euch, wenn ihr eine Frage habt. Der Kollege mit dem Mikrofon geht rum. Hallo. Und dann geben wir den noch. Ja, bitte. Darf ich schon? Ja. Vielen Dank für den Vortrag, den ich ganz toll fand. Meine Frage bitte nicht falsch verstehen, es ist tatsächlich aus rein persönlichem Interesse, weil ich auch seit 5 Jahren mit dem Thema beschäftigt bin und ich finde alles, was ihr fordert, super, ich fordere es mit. Aber die Frage ist für mich, wie kriegt man das hin? Weil was ich erfahre, ist, Lobbyarbeit ist so stark, dass ich all die Forderungen einfach, ich bin überhaupt kein Schwarzmaler, aber so schwierig durchsetzbar finde, weil die Lobby einfach so stark ist, dass wenn man all das fordert, irgendwie ich immer noch das Gefühl habe, dass nicht die Politik macht, sondern die Unternehmen die Politik macht und dass die Politik da gar nicht so viel Power hat, gewisse Dinge durchzusetzen und ich deswegen immer denke, deswegen fand ich den letzten Punkt gut mit der Zivilgesellschaft, die glaube ich viel, viel stärker da eintreten muss. Aber meine Frage wäre, weil ihr einfach wahrscheinlich da viel mehr Erfahrung habt und da auch mehr mit Leuten zusammensetzt, wie das politisch überhaupt umsetzbar ist, trotz der starken Lobby. Dankeschön. Weitere Fragen? Bitte einmal die Hand heben. Der Herr da vorne. Ja, meinerseits auch vielen Dank für die Vorträge, Christian Hirschhausen. Ich hätte auch eine Frage, die in die Richtung geht und dann einen kurzen Vorschlag. Die Frage ist, wenn ihr jetzt schon seit 15 Jahren dabei seid, was habt ihr oder was denkt ihr erreicht zu haben in letzter Zeit, insbesondere was die Berücksichtigung in diesen Gremien angeht etc. Oder ob auch sowas wie so Ende-Gelände-Aktionen nicht an der Tagesordnung werden, um was zu schaffen, Stichwort Hambi bleibt. Der Kommentar ist, ihr solltet von Erdgasausstieg sprechen. Ich weiß nicht, was Gasinfrastruktur sagt mir nichts. Erdgasausstieg brauchen wir nicht. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Und da oben war noch eine Wortmeldung. Genau, ich hätte eine kleine Korrektur und dann eine Frage. Also ich arbeite nicht bei der DERA, sondern beim Fraunhofer ISI. Wir machen die Studie Rohstoffe Zukunftstechnologien im Auftrag der DERA. Jetzt meine Frage. Inwiefern seht ihr die Chance, den BDI als wichtigen Akteur vielleicht auch für diese Themen mehr zu sensibilisieren? Und seht ihr da Wege und wäre es ein möglicher Weg, Ihnen zu verdeutlichen, dass ja diese sozialen und ökologischen Probleme letztendlich auch ein Risiko für die Versorgungssicherheit sein könnten? Dankeschön. Ich gebe an euch zurück. Ich fange mit dem letzten Punkt an, dem BDI sensibilisieren. Als jemand, der selber für ein Netzwerk arbeitet, Netzwerke sind immer der kleinste gemeinsame Nenner. Und der BDI ist ein Netzwerk aus industriepolitischen Vereinigungen, die zum Teil sehr starke Eigeninteressen haben. Also das Interesse von RWE ist ein ganz anderes Interesse als von Siemens, wenn es zum Thema erneuerbare Energien kommt. Und so sehe ich auch nicht, dass wir den BDI sozusagen sensibilisieren können. Ich glaube, die wissen schon, was passiert und was passieren müsste, aber die haben natürlich ganz klar, die müssen sich auf ihren geringsten gemeinsamen Nenner einigen und der heißt wenig Regeln, wenig Standards und am besten ein weiter so. Das geht im Grunde auch schon in die Richtung der beiden Fragen zur Lobbyarbeit und was wir erreicht haben.
Zum einen, ja klar, wir brauchen eigentlich einen Erdgasausstieg. Das ist hier tatsächlich eher auch eine politische Forderung, auf die wir uns im Netzwerk einigen konnten, dass wir Infrastruktur minimieren. Aber klar, wir brauchen eigentlich einen Ausstieg aus fossilen Rohstoffen. Und das ist egal, ob das Öl, Kohle oder Gas ist. Da würde ich absolut mit übereinstimmen. Lobbyarbeit ist natürlich, hängt von den politischen Rahmenbedingungen ab. Wir müssen uns, glaube ich, hier nicht groß darüber unterhalten, dass es 2 bis 3 Parteien im Parlament gibt, die für zivilgesellschaftliche Akteure, für ökologische Fragestellen, für menschenrechtliche Themen zugänglicher sind. 2 davon sind in der Opposition, die halbe ist in der Regierung, aber da kann man auch nicht jeden gleichermaßen ansprechen. Es ist eine Herausforderung, nichtsdestotrotz haben wir als Zivilgesellschaft den Vorteil, dass wir A, eine hohe Glaubwürdigkeit haben und dass wir im Grunde auch eine große Unterstützung in der Bevölkerung haben. Also wenn man sich Umfragen zu diesen Themen anguckt, wird eigentlich immer mehr gefordert. Und auch die Presselandschaft ist von der FAZ bis zur TAZ häufig auch kritisch, was heißt eigentlich Rohstoffabbau in anderen Ländern. Was die Erfolge angeht, ist das natürlich, wir sind in einem sehr starken industriepolitischen Feld, wo es ein großes Interesse gibt, das weiter so funktioniert für die deutsche Industrie momentan ziemlich gut. Was wir geschafft haben, war im Grunde das Beispiel von Annelie. Der erste Entwurf zu der Konfliktmineralienverordnung, der im Jahr 2013 vorlag, sah eine freiwillige Selbstzertifizierung eines Teils der Industrie vor. Das heißt, die Industrie guckt in ihre eigene Lieferkette und sagt, haben wir toll gemacht. Wir haben zusammen mit dem Europäischen Parlament, auch mit einigen Mitgliedstaaten, wo man auch die deutsche Bundesregierung löblich her erwähnen müsste, es durchaus geschafft zu sagen, naja, wir brauchen zumindest für ein Teilsegment verbindliche Standards. Und das ist das Segment von der Mine bis zur Schmelze. Wir haben gesagt, das reicht uns nicht. Eigentlich brauchen wir die ganze Industrie, weil gerade der Hersteller von diesen Laptops, von diesen Mikrofonen, von der Beleuchtungsanlagen, wo vielleicht diese Rohstoffe drin sind, müssen auch ihrer Sorgfaltspflicht nachkommen und dürfen nicht das europäische Gesetz zum Beispiel umgehen, indem sie in anderen Ländern günstiger die Rohstoffe kaufen. Wir haben es geschafft mit der öffentlichen Debatte, mit öffentlichen Diskussionen und auch mit politischem Druck. Gerade wenn man sich anguckt, die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Frau Kofler, SPD-Mitglied, hat sich immer wieder sehr stark auch dafür eingesetzt, eine vernünftige Verordnung zu machen. Und auch auf europäischer Ebene gab es selbst Abgeordnete der Konservativen in einigen Ausschüssen, die gesagt haben, ja, eigentlich geht dieser Vorschlag der EU-Kommission nicht weit genug. Das heißt, was wir sehen, sind kleine Schritte in eine Richtung. Wir sehen bei den Sorgfaltspflichten, auch abgesehen von Konfliktmineralien, immer mehr Diskussionen. In England gibt es einen Modern Slavery Act, das heißt, moderne Sklaverei muss aus der Lieferkette gedrängt werden. Das heißt, im Grunde betrifft das auch Bergbauunternehmen und Unternehmen, die Rohstoffe achten. In den Niederlanden gibt es eine Diskussion über Kinderrechte, und dass Kinderarbeit aus den Lieferketten raus muss. Auch dafür muss ich Sorgfaltspflichten walten lassen. In Frankreich gibt es ein Gesetz. Und wir haben auch versucht, in den Koalitionsverhandlungen dieses Thema mit reinzubringen. Organisationen wie German Watch, die auch hier Mitveranstalter sind, Brot für die Welt, Miseria und andere, auch Weed und Powershift. Wir bringen das immer wieder auf die Tagesordnung und versuchen, das durchzupushen. Ich glaube, dass wir einen langen Atem brauchen und dass in der Zwischenzeit viele beschissene Dinge passieren werden. Aber ich glaube, dass wir diesen Kampf nach und nach gewinnen werden. Und wir müssen im Grunde wie so ein meandrierender Fluss immer ein bisschen was von der Böschung des Widerstandes abkratzen und müssen immer und immer wieder unsere Argumente vorlegen. Es ist sehr nervig. Ich mache das Gott sei Dank auch nicht schon seit 15 Jahren, sondern erst seit 10 Jahren. Aber ich sehe da keine Alternative zu. Und wie gesagt, ich glaube, mit dem Zeit, ich bin da tatsächlich Optimist. Wir verlieren viele Kämpfe. Aber auch den Kampf um den Hambacher Forst haben wir ja eigentlich weniger politisch gewonnen, sondern weil ein Gericht gesagt hat, wir glauben den Argumenten der RWE nicht, dass sie diese Rohstoffe brauchen. Was ein Armutszeugnis ist für eine Landesregierung, egal ob sie rot-grün oder schwarz-gelb ist in Nordrhein-Westfalen. Das heißt aber, diese Armutserklärung der Politik, da müssen wir weiter Druck machen. Und das heißt auch im Grunde, bei diesen Themen zu zeigen, hey, wenn ihr euch auf diesen Weg macht und euch als Lakaien der Industrie darstellt, dann seid ihr im Grunde keine politische Alternative. Und ich glaube, da müssen wir Druck machen. Und um Gottes Willen, das habe ich Alternative gesagt, es gibt eine Partei mit diesem Wort im Namen, aber das ist wirklich das Allerschlimmste, was man wählen kann.